Wünsche gehören irgendwie zu Weihnachten. Kinder schreiben im Vorfeld von Weihnachten manchmal ganze Wunschlisten, was sie sich zu Weihnachten wünschen. Und wenn dann am Heiligabend die Geschenke geöffnet werden, ist bei manchen die Freude riesig, weil unter dem Baum genau das liegt, was sie sich so gewünscht hatten. Und bei anderen ist es eher Enttäuschung, weil es eben etwas ganz anderes ist, als sie wollten. Nicht immer werden alle Wünsche erfüllt und manchmal lassen sich Wünsche auch einfach nicht erfüllen. In diesem Jahr wünschen wir uns so manches anders. Wunschlisten wird es natürlich auch gegeben haben, aber wie ein Post zeigt, der zu Weihnachten bei WhatsApp und Co. geteilt wurde, wünschen wir uns in diesem Jahr nicht einfach nur Materielles, sondern auch, dass wir wieder aus der Pandemie rauskommen. Dass wir wieder ganz unbedarft mit unseren Lieben feiern können. Ohne abzählen zu müssen, wie viele Personen aus wie vielen Haushalten wir sind und ob wir uns so überhaupt in dieser Konstellation treffen dürfen. Dass wir uns wieder fest in den Arm nehmen dürfen und Nähe zeigen dürfen und so vieles mehr. Gute Weihnachtswünsche, die wir untereinander weitergeben. Ich habe einen kleinen Text gefunden von Gerhard Heilmann, der Wünsche für Gottsucher formuliert. Und diese Wünsche gebe ich euch für dieses Weihnachtsfest und die Tage danach mit. Weihnachtswünsche für Gottsucher von Gerhard Heilmann. Ich wünsche dir, dass ein Stern aufgeht über deinem Leben. Ein Stern, der die Schatten und die Dunkelheit vertreibt. Angst und Verzagtheit, Verzweiflung und Leere. Ein freundlicher Stern, ein Stern der guten Hoffnung. Ein Gottesstern, ein Jesusstern, ein Friedensstern. Ein Stern, der dein Leben hell macht. Ein Stern der Gewissheit und Vertrauens. Ein Stern großer Liebe und übergroßer Freude. Ein gesegnetes Weihnachtsfest wünscht euch eure Pfarrerin Veronika Mafridis.